Ich habe halt Gag-Tourette, das müsst ihr mir Das verzeihen. ist Ich habe okay. jetzt gerade wieder irgendwie den Holocaust relativiert. Wahnsinnig viele Themen, aber man kann schon über manche Sachen sprechen, durchaus. Man kann immer über Dinge sprechen. Manchmal sollte man das sogar. Das stimmt. Wie zum Beispiel über unsere ganz tollen Zuhörer. Die sind so supi. Sie sind sehr gut, mindestens so gut wie der Podcast heute. Ja. Und es ist richtig weird, ich habe eine neue Zahncreme zu Hause, Das ist wirklich weird. die nach Heidelbeer schmeckt. Das heißt, ich habe jetzt Zähne geputzt, danach noch so einen Schokokeks gegessen, hatte jetzt auf dem Weg zu dir das Gefühl im Mund, als hätte ich einen Schoko-Heidelbeer-Keks gegessen. Das ist richtig Das, weird. aber bist du da nicht in Versuchung, die Zahnpasta tatsächlich zu essen? Die schmeckt nicht so gut, dass du sie schlucken willst, aber dieser Nachgeschmack ist halt sehr heidelbeerig. Als hättest du eigentlich Heidelbeeren gegessen und nicht Zähne geputzt. Also richtig cool. Also nach meinen 30 Tagen Japan war halt echt hart, wieder normale Zahnpasta zu verwenden, weil du dann plötzlich wieder so ein Freshness-Gefühl hast. Also die andere, das war ja Seife im Prinzip, aber nur aus natürlichen Sachen und so. Und das macht schon sauber und du hast auch irgendwie ein Gefühl im Mund. Und wenn du zu viel nimmst, dann ätzt dir das richtig alles weg. Aber es hatte halt nicht diesen minzigen. Und jetzt das wieder zu haben, ist ganz schön. Ich fand So es wie die faszinierend. Zuhörer. Ich fand es faszinierend, dass es sowas gibt. So ein 100 in einem, ne? So Waschmittel und Zahnpasta und so und 130 mindestens. Kleidmittel und so. Ja. Kannst das alles benutzen. Ja. Das fand ich ganz cool. Im Prinzip ist Wasser ja auch irgendwie 80 in einem, oder? Wenn man da mal so ein paar Funktionen aufzählt. Das stimmt. Das ist Durstlöschen, ja waschen. ein cleverer Schachzug von denen gewesen. Einfach, die hätten ja auch einfach Wasser da reinkippen können. Ich wasche mein Haar auch nur mit Wasser tatsächlich, ohne Seife. Vielleicht so einmal in, weiß nicht, in 3 Monaten. So Ich siehst du aus. nehme ich dann nochmal Fuck. die Shampoo-Flasche, aber prinzipiell finde ich halt Wasser reicht völlig aus. Das Denken dachte sich Jesus auch. Was Nee, auch? warte mal, dachte der sich gar nicht. Nee. Der hat da Wein draus gemacht. Ja, Was ist das für ein Assi, der hat sich Alter? mit Wein die Haare gewaschen. Ja, Genügsamkeit, aber wir saufen alle Wein, weil Wasser reicht mir nicht. Bastard. Können wir mal über irgendwie Religionskonflikte reden? Haben wir lange nicht gemacht und gibt es gerade eigentlich keinen Anlass für, aber lass doch einfach Nee, mal tun. so völlig random. Erstmal Aloha aus der Datenautobahn. Ja, ein saftiges sogar, liebe Leute. Schön, dass ihr da seid. Wir sind, warte, Tutanchamun und Ramses. Das ist schön, das gefällt mir. Das fehlt noch in den Kommentaren, wenn der eine Typ immer uns tolle Namen gibt, das fehlt noch. Ja. Das gefällt mir. Solange wir nicht Terrorist und Reservist. ja. Aber waren Tutanchamun und Ramses zur selben Zeit? Weiß man das? Keine Ahnung. Ist Ramses auch ein Dings gewesen? Ja, ne? Ja. Rammstein. Ja, Ich glaube jetzt komm schon. wieder mit Rammstein. Was ist mit den Rammsteins los? Gibt's da eigentlich was? Hab ich was verpasst? Ja, neue Tourankündigungen. Also, das muss die Cancel Culture sein, von der alle gesprochen haben. Die gehen wieder auf große Stadiontour. Also, mein erster Impuls war, wie immer eigentlich, nice. Ach, dann dachte ich aber so, ach, scheiße, nee, ich kann mir keine Karten kaufen. Also, ich Aber kann, aber ich will nicht. das Verfahren wurde ja irgendwie eingestellt, Aber weil nicht es hieß, freigesprochen. nicht freigesprochen. Okay, wie gesagt, ich bin da nicht ganz so drin, Tino. Es Kannst geht mich ja auch, wie gerne. gesagt, ich will es auch gar nicht neu aufmachen, aber es geht ja, wie gesagt, nicht um das Strafrechtliche, sondern es geht ja vielmehr um die Sachen, Aber der wollte die die ganzen er. Jungfrauen neu aufmachen. Ist so. Und er war ja letztendlich auch mit der 15-Jährigen zusammen, obwohl er schon über 40 war und so. Und es sind alles so Sachen, wo man Ja, sich aber denkt, ich dachte, dass das auf diesem Level hinausläuft, dass das quasi bedenklich ist, aber nicht strafrechtlich relevant, was passiert Genau, ist. genau. Dass quasi Wahrscheinlich nicht. das Machtverhältnisse und so eine Rolle gespielt haben, aber halt nichts wirklich Illegales passiert ist oder nicht nachweisbar. Muss ja auch nicht sein. Es gibt ja so viele Sachen, die ich scheiße finde, die halt legal waren, ne? Ja. Nee, ich meine, weil du wegen nicht freigesprochen angefangen Ach hast, so, ja, das nee, halt. wurde, also es gibt ja, wenn du irgendwie ermittelt wird gegen dich, gibt es ja halt irgendwie schuldig sprechen, Freispruch oder eben, dass die Ermittlungen fallen gelassen werden. Das heißt dann irgendwie, dass es entweder eine außergerichtliche Einigung gab oder eben, dass man nichts ermitteln konnte. Das heißt aber niemals, dass die Person nicht schuldig ist, aber auch nicht, dass Okay. sie unschuldig ist. Also ja, Na gut, beides nicht. ich bin unschuldig, Leute. Ach, du ahnst es nicht. Wir haben ja Zwiebelmarkt in der Stadt. Vielleicht kommen wir erstmal zu den lokalen News. Stimmt, Ich habe die hallo. ganze Zeit Angst gehabt, dass hier Heinrich mit seiner wundervollen Freude jederzeit durch die Tür kommt. Aber jetzt sagt er 22:16 Uhr. Heute? Ja. Also für euch am Freitag.
Ja, spannend. wir nehmen genau etwas früher auf, denn dieses Großevent, ja, der Einmal im Jahr. Zwiebelmarkt, das größte Einmal im Jahr. Volksfest in Thüringen noch, bald wird es der Bernd-Höcke-Tag sein. Wahrscheinlich, ja. Der Kartoffelmarkt. Da ist auf jeden Fall einiges los und da kommt auch gerne mal Besuch vorbei. Die AfD ist ja schon ein Feind von Zwiebeln, so viel wie da rumgeheult wird. Ich wurde von einer Biene gestochen und ich musste in die Schweiz, ich musste nach Mallorca fliegen in den Ferien, um mich da zu erholen von meinen traumatischen Ereignissen, während meine Kinder Schulferien haben, zufällig. Ja, es ist ein großes Geheule. Das war auch dein großes Thema letzte Woche, ne? Das stimmt. Es gab es auch irgendwie so, es gibt ja einen Oberbürgermeister oder irgendwas von der AfD, der versprochen hat, dass Kitas günstiger werden und so weiter. Und jetzt haben sie mal eine Bilanz gezogen. Das Gegenteil ist der Fall. Es sind erst mal die Kitas richtig teuer geworden, wohl auch seinetwegen. Also man kann jetzt schon ungefähr ahnen, wenn die AfD mal irgendwie in Regierungsverantwortung kommt, ist echt keine gute Idee, weil es gibt Menschen, die behaupten, lass doch mal der AfD die Chance geben, so damit die Menschen sehen, wie doof die sind. Nee, es ist einfach schlecht für alle. Du siehst mich grinsen, Tino, denn ich habe in meinem Kopf schon wieder die Idee gehabt, Leute, macht doch mal ein Trinkspiel. Jedes Mal, wenn Tino AfD sagt, einen kurzen, und am Ende seid ihr tot. Und so Oder verlieren wir unsere Zuhörer. ihr dürft einen langen trinken, wenn wir nicht über die AfD sprechen. Ja, ganz lang. Ja, aber es ist ja einfach so meine Bubble. Ich muss ja so sagen, ich bin ja auch online unterwegs, heißt der Brennpunkt Internet. Und meine Ja. Bubble ist halt sehr politisch und so. Und ich habe auch ein paar rechte Themen. Das ist zum Glück bei mir nicht so. Ich hänge nur in so Gruppen rum mit Polizisten und ich kann da Ja, das Gegenbeispiel immer noch genau. so nennen. Genau, weil die Polizei überhaupt nicht rechts ist. Aber Zwiebelmarkt, also ich bin heute nicht da zum Freitag, aber ich werde mir das morgen angucken nach dem CSD in Jena, den ich ganz kurz besuchen werde, dienstlich. Ja. Weißt du, ob irgendwas Cooles ist, ob wie eine coole Band spielt Ja, ich oder habe ja so? eine tolle neue Mitbewohnerin, die hat mich auch gefragt, was das Highlight ist. Und ich habe gesagt, naja, vermutlich am interessantesten ist der Mittelaltermarkt-Part. Und dort vertreten ist eine nette, ja, Menopause-Frau, nenne ich sie jetzt einfach mal, die kandierte Früchte verkauft. Und das ist immer ein kleines Highlight. Das ist natürlich teuer, aber wenn man da geschickt ist und schöne Augen macht, muss man nicht. Sie macht das gerne. Sie gibt Kostproben. Und Ah, das heißt, du kannst da das eins, wusste ich gar zwei, nicht. drei Sachen erstmal ein bisschen ankosten und dann holst du dir vielleicht für 50 Cent ein so ein Ding und dann sind alle glücklich. Ja, also ich bin ja nicht jedes Jahr dort. Also wenn, da bin ich so am Rand. Ich hasse das ja, da so mitten in die Menschenmenge reinzugehen. Deswegen kann ich jetzt nicht so diesen Zwiebelmarkt-Gossip, ne? Weiß nicht, was da so cool ist. Aber ich habe mir jedes Jahr so einen, bevor ich vegan wurde, jedes Jahr so ein Knoblauchbrot gegönnt und so ein Knoblauchbaguette, was es immer in der Schillerstraße gab. Richtig geil, aber haben es halt nicht veganisiert, noch nicht. Ich bin Schweine. gespannt, wie es dieses Jahr ist, ob es ein paar mehr Sachen gibt für Menschen, die halt kein Tier essen wollen. Hast du nicht auch in Japan so eine Fischpizza gehabt? Da war ich auch völlig Ja, aus überrascht. Versehen. Ja. Ich dachte, warte, Anchovies. Ich dachte, Anchovies ist Gemüse. Ich kenne Bon Jovi. Ja, Anchovies hätte ich noch lieber gegessen. Ganz tief. Aber hast du dann gegessen, Ich das habe das Fischding? so ein bisschen runtergelesen, aber ich schmeiß doch kein Essen weg, Tino. Also ich hätte ja auch, bei meiner Mutter esse ich ja irgendwie auch alle 3 Monate mal einen Lachs. Das ist das einzige Mal, dass ich Fisch irgendwie esse, aber also das war schon sehr fischig. Das war schon abartig eklig Ja. so. Und den habe ich dann halt runtergelesen. Aber Anchovy, Alter. Erstens habe ich das gar nicht so richtig wahrgenommen. Ja, ich habe halt drüber gelesen, was da drauf ist und dachte so, ja. Ich habe nicht bewusst drüber nachgedacht. Aber im Unterbewusstsein war für mich Anchovy immer klar, dass es das irgendwie Gemüse sein muss. Ich kenne den Begriff auch vom Hörensagen, aber ich weiß nicht, was es ist. Ja, Fisch demnach. Scheiße, Alter. Es klingt aber echt so wie irgendwie was Gemüsiges, was man halt Ja. nicht so oft hört. Ich habe ja beim zweiten Mal dann noch eine andere Pizza ohne Fleisch und Fisch gegessen. Das war schon gut. Ich habe ein Plakat gesehen hier an der Litfaßsäule von einem Musiker, der hier ein Konzert gibt. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Und einen richtig lustigen Spruch drunter, nämlich, Arbeit macht frei. ne, das hing daneben. Sorry. Das hing daneben. Er hat geschrieben, ich bin wahrscheinlich der Brokkoli der Musik. Vielleicht nicht der sexieste, aber trotzdem gut für dich. Das fand ich richtig lustig und sympathisch. Ich würde schon auf Okay. Podesten vielleicht überlegen, dahin zu gehen. Ja, ich habe halt Gag-Tourette. Das müsst ihr mir Das ist verzeihen. Ich habe okay. jetzt gerade wieder irgendwie den Holocaust relativiert mit so einer Scheiße, aber ich möchte sagen, die Doofen sind die Nazis. Und über Das die ist mache ich mich unangenehm lieber links von lustig. dir und sehr Ja. parteiisch. Ich weiß, dass das schwierig ist, gerade jetzt, wo wir darüber geredet haben, was mit Böhmermann und diesen Polizisten da im Internet so los war. Aber nochmal, ja. Ich möchte mal querverweisen auf einen alten Gag und Tino kann sich mit aller Macht davon distanzieren.
Da wurde ich mal auf der Gamescom gefragt, das ist auch schon wieder 7 Jahre her oder sowas, oder ist es? Nee, ich glaube gar nicht so lange, 5 Jahre. Es war auf jeden Fall vor Corona. Wie dem auch sei, da wurde ich gefragt, was ist klein und grün oder so? Ja. Und da habe ich gesagt, der Holocaust. Und Wieso grün? Verstehe ich nicht. ja, das ist ja das Ding. Also für mich ist ganz klar, dass ich in dem Moment. Also das sehen bestimmt Leute anders als ich, ja, und ich möchte den Holocaust nicht Hot Take, relativieren und ja. das ist ein ganz schlimmes Event gewesen, ja. Event. Als wäre das so im Stadtanzeiger gewesen. Ach Gott, Alter. Heutiges Event Holocaust. Ein Happening. Ich kriege kein ordentliches Wort. Was sagt man sonst? Ein Happening, schlimmes, so noch schlimmer. ja, ein ganz schlimmes, eine Grausamkeit, eine Wie Gräueltat. heißt das, wenn ganz Aber viele das passt Menschen. ja nicht, weil das ist ja über viele Jahre hinweg gewesen. Das ist ja nicht eine Tat gewesen. Ja, es ist dieses furchtbare Event, wenn immer so alle sich so an einem Ort treffen, dann irgendwie so einen Tanz aufführen. Wie heißt das? Nee, Kirchenmesse? gab es doch mal so einen Trend, wo sich ganz viele Menschen getroffen Ach, ein haben. Glaub, Flashmob. genau, das Oh ist ja noch Gott, Dino, schlimmer du gewesen. machst es noch viel schlimmer gerade, als es eigentlich ist. Was ich sagen will, ist, dass wenn ich in dem Moment, das kam wie aus der Pistole geschossen und ich finde es halt bis heute auch noch humoristisch verwendbar, ja. Verstehe ich ja auch. Aber es ist halt dieser, weißt du, da wird versucht, mir einen unschuldigen Witz zu erzählen, ja. Und so ein bisschen versucht man ja, wenn man so einen Witz erzählt, was ist XY, den anderen so auf einer ganz schmalen Ebene vorzuführen, ja. Irgendwie so, haha, du weißt das nicht. Und dann, haha, jetzt habe ich dich gefoppt mit meiner Antwort. Und wenn ich dann aber was anderes sage, was so way out ist, ja, dann wird das halt umgekehrt und ist so wie so ein Schlag in die Schnauze. Und natürlich mache ich mir dann das zunutze so ein bisschen, dass diese Gräueltat passiert ist. Aber ich verwende es ja, weil ich genau weiß, wie schlimm es ist und nicht, weil ich denke, das ist nicht schlimm. So. Und deswegen finde ich, kann man da schon mal drüber diskutieren. Aber ihr dürft gerne anderer Meinung mit mir Aber sein. an sich mag ich das auch voll, wenn du halt, also für mich ist Humor immer eine Überraschung, wenn du damit nicht rechnest. Und ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, von wem es ist, aber ich habe halt eine sehr mir nahestehende Person, die immer diesen Witz hat bei Leuten, die sie nicht kennt. Sag mal Klettergerüst. Dann Ja. sagt er einfach, bist ein Hurensohn. Ja. So, und es ist Ja. so, dann berechnest du einfach nicht. Das ist eigentlich Ja. überhaupt nicht witzig, aber schon deswegen, weil Ja, du halt doch. damit nicht rechnest. Ja, the secret to humor is the element of Holocaust. Kann man vielleicht sagen. Genau, Tippemarkt jedenfalls ist das große Event. Viele meiden es ganz gerne, so wie ich jedes, also fast jedes Jahr. Ja. Aber manche reisen extra deswegen an. Aber du hast da keinen Empfang dort so richtig. Du brauchst echt Stunden von A nach B. Und ich finde auch die Musik immer scheiße. Einmal hat eine Falco-Coverband gespielt auf dem Theaterplatz. Die war aber auch nur mittelmäßig. Da bin ich mal bewusst dahin gegangen. Aber sonst habe ich echt immer gesagt, nee, komm, ich hole mir jetzt ein Knobibrot und so aus Spaß und treffe ein paar Leute abseits. Aber da rein gehe ich nicht. Eine Falco-Coverband, ja, standen da 5 Falcos oder ich dachte, es ist nur einer. Ne, er hat Also eine die Band ist Band und da er drin hat und. einen Frontsänger, der halt die Falco aussah, aber nicht singen konnte. Ah, Das war das also wie der große. echte. Ah, Leute, wir müssen noch kurz was in eigener Mission hier machen, aber ich möchte schon mal den Disclaimer geben. Meine skandalöse Handhabung des Holocaust gerade eben, die möchte ich dann wieder gut machen, wenn wir über Israel reden. Ich hab mich auch eingelesen, das Thema. Ich bin Das jetzt ist sehr Experte gut. quasi. Ich glaube, man kann trotzdem bei diesem Kneifzangenthema nur Falsches sagen, aber das sehen wir dann. Ich wollte noch mal ganz kurz, weil wir eh nicht 100.000 Themen heute haben, in eigener Sache über parasoziale Beziehungen reden. Da habe ich nämlich mindestens zwei Events diese Woche gehabt. Ich weiß nicht, ob du es in der Oase verfolgt hast, aber da gibt es ja diese eine Person aus Russland, die ich jetzt hier vielleicht gar nicht noch mal explizit nennen möchte. Was, wenn jetzt den Podcast hier hört? Dann kann die vielleicht auch mal was draus lernen, diese Person. So, es ist Putin, okay, so. Putin, ja, Putin, da sagen wir jetzt mal, wie es ist. Putin schaut mir seit Jahren zu. Putin hat wegen mir Deutsch gelernt und deswegen habe ich zu Putin ein besonderes Verhältnis. Ja, Verhältnis möchte ich hier in ganz großen Anführungsstrichen sagen. Und wenn Putin seltsam ist, wie Putin halt nun ganz gerne mal ist, dann bin ich da sehr verzeihend, weil ich glaube, dass Putin privat nicht so viel Going hat, sage ich mal, weil du weißt ja, wie Putin ist, der hat nicht so viele Freunde und so. Und Stimmt. dann solche Leute suchen sich dann vielleicht die ein oder andere parasoziale Beziehung. Durch diese Vorgeschichte mit Putin, dass das über Jahre hinweg geht, bin ich halt toleranter, als wenn jetzt irgendjemand wenn jetzt Hussein in meinen
Stream kommen würde und sagen würde, ey, mach mal, 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 dann würde ich halt sagen, verpiss dich oder ich lach dich aus. Und hier ist es aber etwas komplizierter. So, jetzt hat Putin aber das ja echt ausgereizt, sage ich mal. Im Stream am Mittwoch gab es wieder so ein Event, wo gesagt wurde, ey, mach mal und und dann wurde Putin mal wieder in ein Timeout versetzt, erst von einem Mod und dann von einer anderen Moderatorin, die gesagt hat, ich werde das jetzt erstmal diplomatisch machen, was soll denn das? Und dann hat es 10 Minuten gedauert, war Putin wieder getimeoutet, weil es halt schwierig ist. So, und dann ist es jedes Mal so, wenn irgendwas im Stream passiert, kriege ich danach 1 Million Nachrichten auf Instagram. Ja, und jetzt war es so schlimm, dass halt 1000 Anrufe kamen. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Videocalls über Instagram, das ploppt dann Kenne oben ich auch, auf. habe ich ausgeschaltet bei mir, Habe ja. ich auch dann direkt stumm geschalten, weil das war einfach zu intrusive. Und dann noch irgendwelche Videos, ey, ich will dich aufheitern und so. Und halt so überhaupt kein Gefühl dafür gehabt, dass das übelst unpassend ist. So Reading the Room Skill ist ja auch so ein Ding, dass man irgendwie so ein Gefühl dafür hat, wie kommt das jetzt an, was ich Auch den aber. virtuellen Room. Ja, auch den virtuellen Room, den Chatroom. Und einfach nichts vorhanden. Und nach wie vor glaube ich, dass da halt vielleicht psychische Probleme vorhanden sind. Aber wie das halt ist in Russland, da hast du halt ein Pech gehabt. So, da wirst du keine Therapie kriegen, da wirst du eher irgendwo in den Gulag reingesteckt. Und deswegen ist das alles eine vertrackte Situation. Aber ich habe jetzt da erstmal stumm geschaltet und so. Aber einen Bann kriege ich halt auch nicht hin, weil ich dann wiederum meine Prinzipien habe und sage, nee. Ich bin der toleranteste Streamer aller Zeiten. Die ganzen Assi-Trolle hier, die lache ich wenn dann aus oder erzählt ihnen, wie langweilig die sind, weil wir die viel besseren Trolle sind als Community. Toleranz ist ihr eigener Tod, Robin, das weißt du ganz genau. Nein, nein, nein. Ich möchte niemanden bannen. Also außer jetzt natürlich, wenn jemand reinkommt und es ist offensichtlich irgendwie so ein Trollbot oder sowas, der oder wo dann so künstliche Follower verschickt werden oder sowas. Das ist natürlich Schwachsinn. Aber wenn da echte Menschen dahinter sind, dann kann man doch mit denen reden, ja. Oder die Raiden, wie zum Beispiel, Kann man den raiden? ich weiß gerade gar nicht, wie der Name hieß, Alter. Ich komme immer nur drauf. Ist es vielleicht auch besser, den nicht zu sagen jetzt. Ja, gleichzeitig gab es noch eine andere Person und vielleicht hört die auch ihr zu. Ich kann ihr gerade nicht mehr schreiben, weil ich geblockt wurde. Ach. Also, irgendeine Person hat mir irgendeine Nachricht, also eine News vermittelt, ja. Und ich fand die aber nicht interessant und habe die deswegen nicht im Brennpunkt verwendet. Das mache ich ständig leider. Tut mir voll leid, Leute. Ne, mir halt nicht, weil, Ja. also, warum bin ich jetzt hinterher der Böse, wenn mir etwas gegeben wurde und ich nicht die passende Reaktion darauf biete? Und dann, was beide Personen in sich tragen, so ein bisschen, zu verschiedenen Graden, aber schon ähnlich, ist dieses. Oh, ich bin so schlecht und ganz ist blöd und ich bin so doof und so. Und das bringt niemanden weiter. Das bringt dir selber nichts, weil du, das ist ja self-fulfilling prophecy. Wenn du anderen sagst, wie scheiße du bist oder wie du nichts wert bist oder andere besser sind oder was auch immer, das hängt sich ja in dein Hirn rein und dann lebst du auch danach. Und das andere ist, dass der Person gegenüber das auch einfach keinen Spaß macht, mit dir zu interagieren. Wenn ich die ganze Zeit jetzt sagen würde, oh Tino, ey, es ist echt schön, dass du dich hier überhaupt hinsetzt mit mir, so scheiße wie ich bin. Da fühlst du dich doch dreckig. Das bringt niemandem was. Und ja, das waren halt zwei Events diese Woche. Das hat sich ein bisschen gestapelt und Aber weiß die nicht. andere Person, also kennst du die schon länger, die zweite Person jetzt, Ja. oder? Okay. Und ja, also das Ding ist einfach. Vielleicht habe ich auch noch eine geringere Toleranz dadurch, dass ich halt aus dem wundervollen, heißen Japan in diesen Herbst hier reingekommen bin. Aber das hat sich einfach gestapelt jetzt hier so, ja. Ich muss auch sagen, Und ich schicke auch öfter mal Leute Nachrichten, ich vergesse die jedes Mal. Weil ich mir immer denke, ja. ja komm, ich mache eh, bevor ich zu dir laufe, mache ich immer nochmal so eine kurze Check, sowas tue ich in meinen Telegram-Chat rein, so meinen Kanal. Und dann vergesse ich es aber jedes Mal und dann fällt es mir erst im Nachhinein ein. Tut mir Ja, leid, liebe mir ging es auch Leute. nicht ums Vergessen. Also wenn mir jemand sagt, ja, hier übrigens, der persische Pissball ist die Katze des Jahres geworden. Okay, dann würde ich es berichten, weil der persische Pissball ist ein ziemlich guter Name für eine Katze, muss ich sagen. Aber hast du der Person auch geschrieben, dass es nicht so interessant ist, Das habe oder? ich geschrieben, ja. Also, so, und dann hieß es halt, naja, hätte dir jemand anderes diese Nachricht überbracht, dann hättest du es bestimmt berichtigt. So, Verbatim, also es war nicht jetzt genau wörtlich. Das ist aber Quatsch. Und selbst wenn es so wäre, ist es auch Quatsch. Also, das ist. Sorry. Also ich.
bin jetzt kein Therapeut oder Psychologe oder so. Ich habe zwar zum Teil anstudiert, aber... Anstudiert? Aber ja, ich, 3 Semester. Aber ich glaube halt, da steckt oftmals echt eine psychische Erkrankung dahinter. So, was du gerade so als erzählt hast. Das will ich hier gar nicht erst irgendwo rein. Es ist oft so. Ich will es nicht bei den beiden jetzt so überstülpen, aber es ist oftmals so ein Ding von Personen, die eine Borderline-Persönlichkeit haben oder sowas. Oder bipolar sind und sowas. Die haben auch mal diesen Gedanken von wegen, ich bin überhaupt nichts wert und... Die kennen 2 Stati von Menschen, sie vergöttern den Menschen oder hassen ihn. Dazwischen gibt's nichts. Und die können halt eine Person über alles abgöttisch lieben und sagen, ey, Robin ist für mich der größte, beste, geilste. Sobald du irgendwie einen kleinen Kritikpunkt äußerst, dann hasst sie dich bis aufs Blut. Manchmal ist es auch nur kurzfristig, aber das ist halt also nichts, was gesund ist. Putin ist scheinbar nicht in der Lage, mich zu hassen. Also Putin ist auch der wesentlich krassere Fall, ja. Weil es auch wesentlich intensiver ist und wie gesagt, viele, viele Jahre und fast täglich irgendeine Nachricht, die ich dann aber auch nicht schaffe zu ignorieren. Also wenn ich irgendwann mich mal entscheide zu blocken, dann ist vielleicht was anderes, aber sobald da so eine graue Eins irgendwo ist, bin ich schon in Versuchung, es zumindest zu lesen, auch wenn ich da nicht antworte. Aber ich bin ja gerne der Bad Guy für dich. Ich war in meinem ersten Podcast, den ich damals hatte, mit, wie hieß er bei Twitch nochmal? Ich habe diesen Namen vergessen. Irgendwas mit Overwatch und Knossi, Ape und so. The Real Knossi. Nee, es war dieser oh Gott, höre ich den Namen dieser vergessen. Gott? Jedenfalls Ape-Test. Guck mal, ich habe auch hier einen Gott. Ich habe ziemlich gute Socke. Ich habe auch hier ein Loch, guck da. Geil, Tino zeigt Loch. Der hieß Ape-Testic Podcast, der lief über Twitch auch. Und er war auch mal viel zu lieb für seine Follower, die er hatte. Okay. Und wollte mal jemanden bannen oder blocken. Da hat er mich immer zum Mod gemacht, habe ich die einfach mal blockiert und gebannt. Weil ich dachte, ich kann der Arsch sein, ist egal so. Aber er wollte immer so, nee, traue ich mich nicht. Ja, das funktioniert bei mir auch nicht. Ich habe ja auch die ein oder andere Mod-Persönlichkeit, die dann mal zum Bannhammer greift, zum Timeout. Ja, Bannen gibt es eigentlich gar nicht, aber... dann habe ich trotzdem das Gefühl, dass es so eine kleine Niederlage irgendwie ist. Weil ich halt sage, man muss das doch irgendwie klären können. Aber scheinbar, es dringt nicht durch. Es ist ganz schwierig. Ja, es sind harte Events. Also ich hatte auch mal eine Person, die mich gestalkt hat. Das ist aber schon ein paar Jahre her. Der war auch wesentlich älter als ich. Und er war irgendwie Fan von die Partei. Und dann halt irgendwie Fan von mir, weil er mich so lustig fand. Hat mich echt täglich bombardiert mit irgendwelchen Nachrichten. Und hat mich eingeladen zu seinen Feiern und so. Und hat irgendwelche Sachen veröffentlicht. Hier willst du, hier ist eine Testausgabe von mir. Lies doch da mal rein und so. Und er war immer zufällig, wenn ich in der Stadt war, wo er lebte, war er immer auch da. Das war richtig creepy. Bin dorthin gefahren. Nach einer Stunde habe ich ihn spätestens da auch gesehen, wie er mich angeguckt hat und mich begrüßt hat. Geil. Das war richtig... creepy. Ich habe ihn auch nie blockiert, weil als irgendwann hat es nachgelassen, so als ich sagte, ich will das nicht mehr. Aber trotzdem kenne ich dieses Gefühl von, oh Gott, da ist jemand, der irgendwie was also, von mir hält, was ich nicht einhalten kann. Also die Aufheiterungsvideos, die Putin mir geschickt hat, hat auch jemanden dazu veranlasst zu sagen, würde mir sowas geschickt werden, würde ich zur Polizei gehen. Aber ich meine, da ist eine gewisse räumliche Distanz im Weg. Was macht denn Putin an den Videos? Redet er auf Deutsch mit dir? Oder auch, tanzt ja, er, singt er, masturbiert so er? Oder? Im Dunkeln und so. Und dann, ich kann es dir mal so zeigen. Ich will es jetzt auch gar nicht zu lang machen. Weil wir müssen ja auch über die Themen reden. Ich wollte es zumindest ein bisschen positiv drehen, dass wir am Ende sagen, Leute, macht zumindest das nicht so, dass ihr sagt, ey, ich bin ganz blöd und alles ist, weil das ist mein Hauptpunkt, ne, dass das Einzige, was mich veranlasst, da wirklich was zu machen, dass es den anderen Zuschauern im Stream halt einfach auf den Sack geht, so. Ich weiß nicht, ob es schon die Mehrheit ist, aber schon viele und das dann halt scheiße, wenn jedes Mal da rumgeheult wird, oh, ich bin so schlecht und alles ist blöd und alle mobben mich und so. Das ist eine self-fulfilling prophecy und deswegen, Leute, dreht es doch einfach mal andersrum und geht von positiven Dingen aus und also wenn das natürlich nicht geht, das ist jetzt Küchenpsychologie, dann braucht ihr professionelle Hilfe. Aber wenn es so ein kleines Ding ist, einfach nur so ein Knacks im Selbstbewusstsein oder was auch immer, dann macht das doch einfach mal andersrum und geht irgendwie mit offenen Armen auf die Welt zu. Wenn du auf eine Party gehst und dir sagst, oh, das wird scheiße, die hassen mich ja alle, dann verhältst du dich auch so, dass du oder bist halt zumindest irgendwie in der Ecke und sprichst mit keinem und dann wird's halt auch kacke oder langweilig zumindest. Wenn du aber sagst, ey, yo, ich habe hier richtig was den Leuten zu erzählen oder was auch immer und gehe auf die zu, dann wird es vermutlich ein positiveres Event, weil du mit einer ganz anderen Attitüde daran gehst. Und deswegen versucht das doch mal so. Wenn das natürlich tiefgreifende Probleme sind, dann sucht euch gerne psychologische Hilfe. Außer ihr seid in Russland, dann wird das schwierig. True. Gut. Wer auch Hilfe braucht,
Nee, ich habe was Witziges gefunden. News. Nee, es wurde mir zugeschickt, das ist etwas sehr, sehr Altes, von 1895. Und zwar eine, wie kann man es denn nennen? Ein Strafbrief von einem Bezirksamt. Ja. Und die haben geschrieben, und das fand ich sehr poetisch, an Herrn G. Ich mach's mal anonymisieren, weil er schon lange tot ist wahrscheinlich. Sehr geehrter Herr G. Sie werden hiermit mit 3 Mark... Moment, steht da Herr G. Punkt? Genau. Witzig. Herr G. Punkt. Nee, also hier ist der richtige Name. Okay. Sie werden hiermit mit 3 Mark in Strafe genommen, weil Sie am gestrigen Sonntag mit Ihrem Benz Motorpferd, was immer das ist, ja, nachmittags 2 Uhr mit einer derartigen Geschwindigkeit durch Denzlingen gefahren sind, dass in einer Wirtschaft die Vorhänge geflattert haben. liebe Grüße, Bezirksamt, Dingsbums. Aber es ist nicht eine geile Strafe, so ein Strafzettel mit so, da haben die Gardinen geflattert und so. Das finde ich so witzig. Das gibt's gar nicht mehr heute. Weil Stück A, Gardine flattert, das muss schnell gewesen sein. Das fand ich, die Gardine flattert aber auch bei einem leichten Wind, also. Naja, aber so durch diese Schatter gerauscht, durch die Straße gerauscht, dass es geflattert ist. Das fand ich so witzig. Ja. Das will ich mir gern wieder. Da freut man sich über Strafzettel. Wenn die Polizei so ein kleines Gedicht draus macht, irgendwie. Ja. Sie haben die Ampel überschritten oder irgendwas, was Cooles. Ja, ich habe ja auch von damals so ganz viele Zettel hier, wo auch schwierige Sachen dabei sind, aber auch so Kassenbons und so, und die sehen so geil aus. Das ist total dumm eigentlich aus heutiger Sicht bei Blattverschwendung. Das sind halt nicht diese schmalen Bons, wie wir sie heute kennen, sondern so A3-Blätter oder auch mal ein A4-Blatt und so. Und das hat irgendwie gleich so eine Wertigkeit. Mhm. Das ist super geil. Wie mit Visitenkarten, ne? Man sollte ja auch dick ausdrucken, also auf so dicken Karten drucken, weil die machen einen Eindruck. Je schwerer deine Visitenkarte ist, desto seriöser, desto schwerer ist auch dein Content, den du machst. Mhm. Visitenkarten aus Blei. Einfach den Leuten geben, hier bitte. Hand zum Beispiel, runter auf den Boden. Zum Beispiel. Und was auch witzig ist, ich muss ganz kurz überlegen, wer das macht. Der Verein Laut gegen Nazis hat sich die Markenrechte einem Faschocode gesichert quasi. Und zwar versuchen die das gerade mit... Faschocode, ist das nicht Mein Kampf? Genau, das ist Faschocode. Ja. Und auch die AfD ist Faschocode, wenn man das so möchte. Jedenfalls verbreiten ja so Neonazi-Shops gerne so Klamotten, die halt so an der grauen Zone sind. Ne? Die machen da kein Hakenkreuz drauf, sondern schreiben irgendwie die Buchstaben HKNKRZ drauf oder VTRLND, wobei jetzt Vaterland jetzt kein verbotenes Wort ist. Jedenfalls hat jetzt dieser Verein es geschafft, dieses Vaterlandsding als Marke einzutragen. Und jetzt fangen die nämlich an, diese Neonazi-Shops abzumahnen, dass sie das nicht mehr machen dürfen. Das fand ich richtig, richtig klug, dass man einfach diese Codes einfach kauft und die dann wegklagt, die Neonazi-Shops. Ja, vielleicht könnte man einfach die trinkt einen Shot AfD wegklagen, wegkaufen. Warum nicht? Oder was könnte man noch wegkaufen? Mein Kampf, schwierig. Nee, ist ja jetzt genau, ist ja jetzt offen, Mein Kampf. Gehört uns quasi jetzt allen. Ja. Freital wegkaufen. Nee, also ich will ja weg eigentlich von diesem Narrativ, dass die AfD nur noch im Osten, nur im Osten ist. Weil das stimmt also. Nee, also verstärkt Trends, schon, aber es ist überall so, ja. Ich glaube, der Osten ist vielleicht einmal ein bisschen schneller als der Rest. Wir sind der Zeit voraus hier, wie Ossis. Ja, wir sind wirklich einfach besonders gut. Besonders schnell. Da habe ich auch eine AfD-News, und zwar hat die Thüringer AfD eine Anfrage an die Landesregierung gestellt, und zwar: Welche Immobilien- oder Szenetreffs werden in der Stadt Erfurt von linken, rechten oder religiös extremistischen Gruppen genutzt? Und da war die Antwort vom Landtag, es gibt genau eine Stelle, und es ist die Geschäftsstelle der Thüringer AfD. Mhm. Das fand ich witzig. Es gibt also keine linksradikalen, keine religiös-extremistischen Immobilien in Erfurt, nur von rechts, das ist von der AfD. Ja, aber die Linken, die sind ja dann die inoffiziellen, weißt du? Das sind die besetzten Häuser, die werden ja nicht geführt in den offiziellen Sachen. Gibt's noch in Erfurt besetzte Häuser? Ich glaube nicht. Keine Ahnung. In Weimar gibt es auch nur noch eins, was ja halt geduldet wird, wo es so einen kleinen Vertrag gibt, so, das ist die Gerber 3, wo die Stadt irgendwie sagt, das ist voll okay. Und die Gerber 1 wurde ja quasi gekauft vom Verein, also ist ja auch nicht mehr besetzt offiziell. Ja, aber dann kann man ja vielleicht auch die Parteizentralen kaufen. Das wäre auch, warum nicht? Und die dann rausschmeißen, die Leute. Ja. Das zur letzten AfD-News für heute. Versprochen, mehr habe ich gar nicht. Ja, dann kommen wir doch mal zu etwas ganz Tollem. Das habe ich nämlich heute jetzt noch als letztes gesehen. In den letzten 3 Jahren haben sich 40.000 Koreaner selbst umgebracht.
40.000. Das ist echt viel. Pro Tag? In den letzten 3 Jahren. Ja. Pro Tag sind das irgendwie, weiß ich gar nicht. Viele Menschen. Rechne ich mal aus, über 100 bestimmt. Und das ist wahrscheinlich so über dem Durchschnitt so der Länder, oder? Das ist ziemlich weit oben. Und vor allem, man vergleicht ja Korea ganz gerne mal mit Japan, aber Korea hat nur 51 Millionen Einwohner. Das sind ja gar nicht so viele. Das ist, glaube ich, sogar weniger als Frankreich hat, weit weniger als Deutschland hat. Und 30.000 in den Freitod, das ist schon viel. Das ist ein Abwärtstrend. Ja. Und ich bin jetzt kein Korea-Experte, ich bin ja der Japan-Experte, aber in Korea ist, soweit ich weiß, schon das auch ähnlich mit der Arbeit, dass du dich da auch nicht knechten musst. Dazu kommt aber, was in Korea sehr viel mehr ist als in Japan, obwohl es in Japan auch ist, dieser Trend zur Plastikchirurgie, dass du immer perfekt aussehen musst und K-Pop-Stars sind die großen Vorbilder und so. Dann gibt es dieses Problem, dass die auch den Bevölkerungstrichter bekommen. Also die Kinder sterben aus, aber die Rentner werden immer mehr. Bei uns ja auch, ja. Genau, und dann gibt's aber gleichzeitig, das ist richtig dumm, es gibt gleichzeitig so die gesellschaftliche Erwartung, dass jede Frau 2 Kinder haben soll. Aber wenn eine Frau ein Kind kriegt, wird die halt so ein bisschen aus dem Job rausgeekelt, weil sie dann als weniger produktiv gilt. Und so sind so ganz viele Sachen. Ich habe auch noch mehr darüber gelesen, über diese ganzen sozialen Konstrukte, die es da gibt. Also in Korea ist zum Beispiel dieses, wie heißt dieses 16 Personalities-Dings, ENTF und so, wie diese. Ja, Phase, ich weiß nicht, wie das heißt. Ja, auch so das. Sehr pseudowissenschaftlich ist. Und das ist da sehr weit verbreitet. Und wenn du halt einen, da gibt's, glaube ich, jeweils 8 oder so, ne? Die einen sind irgendwie die emotionalen, die anderen sind die logischen oder so. Wie gesagt, ja, introvertiert pseudowissenschaftlich und so. Das Ganze für deine Rollenspiele nutzen, aber so für echte Menschen. Ja, das machen viele Menschen. Auch bei Tinder und so, dass sie halt da reinschreiben, was ihre Personality ist. Ja. Ich habe den Test noch nie gemacht. Und es gab mal in Weimar auf dem Theaterplatz, warst du da nicht auch da oder war das mit, auf jeden Fall war Imp da und da gab es so eine Diskussionsrunde auf dem Theaterplatz, wo Leute im Kreis saßen oder, nee, die haben Leute aufgerufen, wir suchen doch Leute mit dem Code EEE und IEI irgendwas, ja, und machen Gott. Dann hier eine Podiumsdiskussion drüber. Und da habe ich da zum ersten Mal davon mitbekommen, dass es sowas überhaupt gibt. Und ich habe immer diese Zahlencodes bei Tinder mal so abgetan, dass irgendwelche, weiß ich nicht, King of, wie heißt das, Herr der Ringe oder irgendwas, dass es dazu irgendwie gehört, dass es irgendwelche Nerds sind, aber nee, es ist Pseudowissenschaft, Psychologie. Ja. Es ist richtig dumm. Ich weiß nicht, warum mich die Alte jetzt hier... Oh, fuck. Okay, ich weiß es wieder. Ich gehe zurück. Ich komme nachher drauf. Jetzt weiß ich wieder, warum ich die da... das ist auf jeden Fall auch einer der Gründe. Da werden halt auch, wie du sagst, die Leute aussortiert. Ich bin so ein emotionaler Mensch. Dann beim Daten wird dann alles aussortiert, was nicht auf dieser emotionalen Schiene ist. Ich kenne halt leider nicht, was die alle ausgeschrieben bedeuten. Tut mir leid, dass ich da meine Lore nicht perfekt habe. Das musst du doch auch nicht veröffentlichen, wenn du einen Test machst und hast du ein Ergebnis. Ja, aber das wird halt so ein bisschen irgendwie erwartet. So, das ist ganz komisch. Das soll da ganz groß sein. So ein bisschen, kennst du die Bücher oder gibt es auch Filme dazu, die Bestimmung? Ne. Also nur ganz kurz erklärt, da werden halt Menschen geboren und die machen dann irgendwie so einen Test, wenn die irgendwie so alt, wenn die so ein gewisses Alter erreicht haben, ob es 18, 17 ist, keine Ahnung, dann werden die in so Kategorien eingeordnet. So die Ferox, das sind halt die Stadt beschützen, dann gibt es die Forschenden und die Altruistischen und so weiter und so weiter. Und es gibt noch diejenigen, die sind unbestimmt und die werden halt gejagt. Oha. Und es gibt dann einzelne, genau, es gibt dann so einzelne, ich will nicht sagen Ärzte, aber so Menschen, die halt diese Jugendlichen testen, die wollen nicht, dass das Unbestimmte verfolgt werden, deswegen geben die ihnen einfach ein anderes Ergebnis, sagen dann, ja, du bist Ferox einfach, damit du halt nicht verfolgt wirst, so. Okay. Einfach um die zu schützen, sonst kann man das doch dann auch so machen, nur dass du halt den Test selbst machst und dann kriegt ja keiner mit, sondern du machst irgendwie, ich bin hier introvertiert und hab eine dicke Keule, ja, ich aber glaub, das behalte ich halt für mich und sage, ja, aber ich das funktioniert ja in beide Richtungen. Wenn du jetzt ein Emotionaler bist, sortierst du halt die anderen aus. Wenn du ein Rationaler bist, sortierst du die anderen. Also ich dachte, es gibt irgendwie so eine höhere Klasse, wo man sagt irgendwie, das sind jetzt die Besseren. Also so habe ich es zumindest nicht verstanden. Ich weiß es nicht. Das ist bestimmt noch sehr viel komplexer, weil ich habe auch noch mehr überflogen, aber das kann ich halt jetzt nicht akkurat wiedergeben, dass der Immobilienmarkt auch irgendwie schwierig ist, dass da auch von Ausländern viel aufgekauft wird oder so, von den reichen Investmentbankern oder was weiß ich, dass das halt alles schwierig ist und aufgrund dessen, da gab es auch irgendwie von, kurz gesagt, gab es auch ein Video vor einem Monat oder so,
die, warum Korea ausstirbt. Also es ist so überall so ein bisschen, aber in Korea ist es halt extrem. Und das ist halt witzig, sag ich mal, wenn die unten schon aussterben, weil sie keine Kinder kriegen und nach oben hin auch aussterben, weil sie sich auch noch umbringen. Also Dann ist macht das das Land noch zwei irgendwann leer. Generationen, dann seid ihr weg. Dann ist das Land irgendwann leer. Ja. Dann kann sich Nordkorea ausbreiten. Dann haben sie zwei Staaten. Stimmt. Zwei So Staaten. wird dieser Konflikt dann endlich gelöst. Zwei Also Staatenlösungen für macht Nordkorea. weiter. Ja. Zwei Staatenlösung. Du teasst hier auf jeden Fall das Thema der Woche an, aber ich würde das mal noch weiter nach hinten schieben, damit wir noch ein bisschen gute Laune haben können. Und zwar schiebe ich doch mal was dazwischen und sag dir Methanhydrat etwas. Ja, schon gehört. Ja, Ja. das befindet sich am Grunde des Ozeans, so auch unter anderem in der Ostsee. Und Wissenschaftler haben jetzt festgestellt, dass aus der Ostsee eben jenes austritt, Das ist nicht was gut. Rätsel aufgibt, aber was vermutlich bedeutet, dass wir selbst die Ostsee so weit gekocht haben, dass da unten die Biotope, die Mikroorganismen, was weiß ich, was das da in Schach hält, so ein bisschen am Aussterben sind und dadurch kommt das hoch, ja. Auch Delfine werden jetzt ständig an Land gespült, weil das Wasser zu heiß wird. Ja, wir wollen wieder unsere Afrika-Flüchtlinge. Behaltet eure Delfine. Ja. Da wollte ich eigentlich auch mal einhaken, aber das wird jetzt zu groß, ey. Weil ihr hattet ja eine große Diskussion mit den Flüchtlingen. Ja, es ist Eine auch nicht sehr große. abgeschlossen. Das ist auch. Es wird nie abgeschlossen. Nee. Und ich habe auch zu Herodes schon gesagt, dass ich da ganz deiner Meinung bin, aber. Meiner oder Herodes? Nein, Ah, deiner. okay. Aber, dass deine Meinung einfach ins Bröckeln gerät, wenn dann wirklich mal 5 Millionen, 50 Millionen auf einmal kommen. Naja, aber Afrika es ist. passiert ja auch nicht. Das ist ja. Na, doch, noch nicht. Also, da müssen wir vielleicht auch mal drauf kommen. Gerade mit dem Methanhydrat, da können wir ein großes Fass aufmachen. Heute ist wirklich der Real Talk am Start. Ich sag's, wie es Aber es ist ist. ja, es ist so eine Wunderfrage, wie du als Veganer, wenn du auf einer Insel landest, wo Ja. nur ein Schwein existiert, was machst du denn dann? Du musst ein Schwein essen. So klingt so Ja, nicht, wenn man ja. sagt, wenn 50 Millionen auf einmal kommen, was machst du denn Genau, dann? aber du kannst ja nicht jetzt quasi richtigen, die verbindlich sind, aufstellen, die dann irgendwie nicht einhaltbar sind, wenn einfach das Hundertfache an Leuten kommt. Das ist Das halt ist ja nicht schwierig. der Punkt. Der Punkt ist ja, dass wir jetzt diese Regeln eigentlich durchführen müssten, weil noch überschwemmen die Flüchtlinge uns ja nicht. Es ist ja nicht so, dass wir davon überfordert eigentlich sein müssen. Also die Kommunen sind überfordert und so weiter, aber auch nur, weil halt diese Abkommen nicht eingehalten werden, dass halt die EU die Flüchtlinge oder die Geflüchteten gerecht aufteilt und so, und weil es Pushbacks gibt, deswegen ist es ja so ein Problem. Ja, am Aber man kann fairsten es wäre ja es natürlich, lösen. wenn einfach jeder Flüchtling an der Grenze aufgenommen wird. Also nicht aufgenommen, sondern aufgeschrieben, so protokolliert. Und dann wird geguckt, aha, heute waren es 1000. Und dann wird das durch die Länder der EU geteilt. Und jeder nimmt quasi so einen gleichen Teil auf oder so. Oder natürlich gemessen an Einwohnerdichte oder Fläche Ja, oder wie was es auch immer. praktisch läuft, weiß ich Aber nicht, aber so das ist ungefähr. alles richtig. Ich sage nur, wo wir es auch gerade mit der Bevölkerung hatten. Afrika ist das einzige Land, was richtig noch exponentiell wächst. Das ist jetzt auch nicht so krass wie die Hochzahlen, die Hochrechnungen waren früher. Aber im Vergleich zu sowas wie Korea, ne, da geht noch einiges. Afrika ist aber gleichzeitig auch mit das Land oder der Kontinent, der am härtesten von der Klimakrise gefickt wird. Und da braucht man kein Raketenwissenschaftler zu sein, um zu sagen, okay, früher oder später werden die da nicht mehr sich wohlfühlen. Warum auch Raketenwissenschaftler, weil der hat eh keine Ahnung von Das Klima stimmt. und. Und in diesem Zuge wollte ich auch nochmal eingehen. Ich weiß nicht, ob du diese eine Folge von Two vs. Japan von der krassen D-Max-Serie gesehen hast, wo ich auf Habe alle diesem. Folgen gesehen. Alle Folgen. In der einen Folge Jeden lag Frühstück. ich am Ende auf so einem Fest und konnte mich nicht mehr bewegen wegen Ja, dem oder so Fuß und übelst so. Real Talk gemacht Und hast, hab so, ja. ja, und dann haben aber einige noch in den Kommentaren gesagt: Ja, du wirkst ja wie besoffen und so. Und natürlich war ich körperlich am Arsch, aber das, was ich da gesagt habe, war jetzt nicht irgendwie mir aus jenem gezogen. Man sagt ja, Kinder, betrunkene Menschen, die 30 Tage nicht schlafen konnten und in Japan unterwegs sind, sagen die Wahrheit. Ja, genau das. Und das ist jetzt vielleicht ein Downer, aber ich finde, wenn man die richtige Einstellung dazu hat, halt nicht. Aber ich muss das nochmal verhärten, dass ich schon fest davon ausgehe, dass in den nächsten Jahrzehnten immer mehr Länder zusammenbrechen werden und das hält eine Welt auch nicht ewig aus, bis sie komplett in sich zusammenbricht quasi, also oder halt dann irgendwie wirklich Länder sich komplett abschotten, so Nordkorea-mäßig, je nachdem, wie möglich das ist. Also in Nordkorea hungern sie ja auch, weil die sich so abschotten. Und ich gehe da halt davon aus, sehe aber zum einen da eine gewisse Freiheit drin.
Weil halt so Dinge wie, oh Gott, was ist in 50 Jahren, irgendwie für mich weniger eine Rolle spielen. Das klingt vielleicht komisch, aber halt schon, weil du kannst es halt einfach nicht wissen. Also warum sollte ich jetzt irgendwie meine Rente planen in 50 Jahren, wenn ich relativ fest davon ausgehe, dass kein Staat mir irgendeine Rente zahlen wird in diesen Jahren? Das nächste ist, dass du halt schon so ein Happening, ich sage hier das Wort Happening, so lange Menschheitsgeschichte, aber wir sind die, die dieses Happening erleben. Das gibt mir halt auch so ein bisschen Positives. Und das Ding dabei ist ja, wie beim Klimawandel, was wir auch schon oft gesagt haben, wenn wir was machen und es ist aber gar nicht so schlimm, da werden wir uns aber ärgern. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass es voll scheiße wird oder dass in 10 Jahren hier alles zusammenbricht und es aber nicht eintrifft, dann ist das ja sehr, sehr gut für mich, so, Ja. weißt du? Und deswegen wollte ich das jetzt hier nochmal reiteraten. Aber das ist so ein Punkt, ne? Also, man bezeichnet ja immer so Leute, die jetzt gegen Kapitalismus sind und die halt gegen Umweltverschmutzung sind, die werden ja oftmals so als Idealisten abgestempelt, ne? Irgendwie, jetzt ja, seid doch nur Träumer und so, es wird nie funktionieren. Aber Fakt ist, wir leben gerade in einem System, was genauso verträumt ist. Also die Leute, die streuen sich Sand in die Augen und glauben, dass es immer mehr wachsen kann alles und dass alles schon irgendwie gut gehen wird. Aber wir leben gerade auf einer Erde, in einem System, was zerbrechen wird früher oder später. Und das ist eigentlich vielmehr die Träumerei. Eigentlich sind die Menschen, also die jetzt eher links sind, die kommunistisch sind und so und die halt das System umstrukturieren wollen, das sind noch vielmehr die Realisten als diejenigen, die glauben, dass was wir jetzt machen, das ewig halten wird. Das sehe ich ganz genauso. Ja, das ist schon auch ein Take, sag ich mal. Um das zu verdeutlichen, habe ich hier so eine nette Grafik, die auch diese Woche rausgekommen ist. Die habe ich vergessen, mir in meine Gruppe zu schicken. Die habe ich ja Rodes geschickt. Die Difference, bla, der Average, bla. Ne? Also da geht es auch um die 1,5 Grad, aber natürlich wird da auch jedes Jahr einzeln gemessen. Und wenn wir jetzt mal hier gucken, da haben wir, also wir haben eh schon eine halbwegs exponentielle Kurve, aber jetzt dieses Jahr. Besonders der September war ja irgendwie der heißeste Monat schon wieder ever. Mann, jetzt. Achso, hier. Der ist halt einfach Es gab fünfmal einen so hoch Riesensprung, wie ja. die Ansteigungen davor. Ist ein Riesensatz. Und dann gibt es halt so Leute, die dann sagen: Ja, gut, jetzt haben wir diesen El Niño. Und nächstes Jahr gibt es dann vielleicht schon das Blue Ocean Event, was dann bedeutet, dass das erste Mal quasi kein Eis mehr das Wasser bedeckt. Und wenn das passiert, dann sind das auch Sachen, die du nicht 100% vorausrechnen kannst, was dann passiert, wenn so Kann wenig das Eis passieren da. nächstes Jahr schon? Das ist Das können, also das sind halt Anzeichen, dass das Methanhydrat aus der Ostsee rausquallert. Das sind halt alles Anzeichen. Das wissen wir halt nicht genau. Und wenn das passiert, also das heißt natürlich nicht, dass das Eis nie wieder da ist, sondern dass es halt einmal komplett weg ist. Im Sommer oder so. Aber das heißt ja dann, dass die Reflexionswirkung des Ozeans so viel geringer ist, dass das dann einen Feedback-Loop ergibt und es immer schlimmer wird, ja. Und dann vielleicht doch wieder nie wieder Eis kommt. Wer weiß, das können wir halt nicht so richtig berechnen. Und deswegen genießt die Zeit, will ich damit sagen. Das klingt halt voll dummerig, aber ich finde, da ist halt irgendwie so eine Freiheit drin. Das irgendwie auch jeden Moment umarmen, wie ich das halt da sage, so in Japan. Das macht ja, du hast ja auch gesagt, das hat was Nihilistisches, ne? Aber letztendlich finde ich, ist Nihilismus alles so, also für mich persönlich der einzig richtige Weg, die Welt zu betrachten, dass man sich denkt, ich bin jetzt hier reingeboren worden, ich weiß nicht warum, ich weiß nicht irgendwie, was es für einen Sinn hat und irgendwie wird alles mal zerbrechen. Ja, wenn nichts Wert hat, kannst du selber bestimmen, was Genau, Wert hat. genau, Und das ist halt genau. das Geile. Und ich finde es spannend, als Farin Urlaub mal gesagt hat, dass er am liebsten nach seinem Tod vergessen werden will, weil ja ganz viele Menschen wollen Rockstars werden und berühmt werden, damit sie niemals vergessen werden, ne? Dass sie irgendwie einen Fußabdruck hinterlassen. Aber das ist ja nur Schall und Rauch, weil auch das ist ja nur so lange beständig, solange die Menschheit existiert und so. Aber spätestens, wenn die Sonne explodiert in ein paar Millionen Jahren, dann ist ja auch alles weg. So, dann macht es auch keinen Unterschied mehr. Und ich glaube, das ist Ja. einfach, wenn jeder mit dem Gedanken rangeht, ich nutze die Zeit, die ich hier habe und mache mein eigenen Ding, meinen Scheiß. Da ist doch eigentlich allen geholfen und ich muss doch nicht Menschen abschlachten, weil die irgendwie einen anderen Glauben haben. Du teaserst mal wieder das Thema an. Ich wollte wenigstens ganz kurz Ding, nochmal auf Fachen Urlaub ding, der war eingehen. auch in der Kritik jetzt, ne? Der war in Aber der Kritik? Da bin ich ganz Ohr, Alter. mach du zu zuerst. Dann kritisiere ich den auch mal. Nee, aber also, der ist halt eh so ein Typ. Also, ich nehme ihm das schon ab, so manche Sachen.
oder alle Sachen, weiß ich nicht, aber so eine gewisse Skepsis ist schon da. Der hat ja auch schon oft erzählt, dass wenn er irgendwie unterwegs ist, dass er sich dann irgendwie immer als Schreiner oder sowas vorstellt und ein Geheimnis draus macht, was er macht, Er so sagt mit all nicht, den er Leuten, sagt die er meistens trifft. sowas wie Messebauer. Messebauer, ja, stimmt, Genau. Messebauer. So, und das sind halt so Sachen. Also ich verstehe das, dass der halt als normaler Mensch behandelt werden will und nicht irgendwie als Rockstar, wenn der feiert ist, aber dass der quasi da mit so einer Disziplin das überall durchzieht, weiß ich nicht genau. So, Er und das sagt ist jetzt. mal, er hat die Erfahrung gemacht, er hat anfangs schon gesagt, dass er Musiker ist. Dann die wohl immer alle gelacht in Afrika und so meinten, halt, sind wir alle hier, was machst du denn beruflich? So. Okay. Deswegen hat er gesagt, okay, das ist offenbar irgendwie Schlag ins Gesicht für die oder irgendwie komisch. Deswegen finde ich einfach irgendwas, damit keiner nachfragt. Ja. Gut, bevor du mir doch die andere Sache sagst, wegen der in der Kritik ist, sage ich noch berkeleyearth.org. Da könnt ihr diese Statistik einsehen, weil das ist ja hier gerade kein Guckradio. Also die Anomalie, den Ausschlag ganz weit nach oben. Also wir haben hier 1,5 Grad weit überschritten in diesem Jahr. Der Trend ist natürlich noch unter 1,5, das ist ungefähr bei 1,4, würde ich jetzt gerade schätzen. Aber das Jahr war fast bei 1,9. Also immer mal so mehr und weniger, ne? Aber jetzt war es Ja. halt richtig krass nach oben, sprunghaft. Ja, sprunghaft zum Fachen-Urlaub-Thema. Was hat der Schlimmes Es ist, glaube ich, gemacht? jetzt nichts mega krasses, aber sie sind jetzt gerade auf Tour und haben sich auch über die AfD geäußert und so. Und da hat Farin wohl überraschenderweise sowas gesagt wie, also ich wie heißt es, paraphrasiere jetzt Ja. nur irgendwie, dass man die Sorgen der Leute irgendwie auch ernst nehmen muss. Ja. Und das haben viele ihm übel genommen, weil ich meine, sie haben halt Schrei nach Liebe gesungen, ne, so, und haben schon auch festgestellt, mit Faschos reden ist nicht richtig, so, sondern die haben einfach ein verqueres Weltbild und die musst du bekämpfen. Ja, aber da sag ich unterscheide da, ob du ein Fascho bist und willst, dass hier totalitäre Systeme aufgebaut werden, oder ob du sagst, ich habe Sorge XYZ, das ist ja nochmal ein Unterschied. Ja, aber es kommt ja zum ersten Mal aus seinem Mund raus, sowas wie, ja, die sind abgehängt worden, die Leute, und vieles läuft irgendwie nicht richtig und so. Und das hat er wohl so komisch formuliert, dass manche gesagt haben, ah, jetzt scheint das Alter so ein bisschen bei ihm auch anzuklopfen und so. Okay, Und das ist, ist ja schon wieder ein Totschlagargument. da hat Böhmermann, glaube ich, jetzt in seinem aktuellen Podcast auch so aus Spaß so eine Schrei nach Liebe-Version irgendwie gesungen, mit statt Arschloch irgendwie, du bist du missverstanden, und ja, also hat es irgendwie so Dumm. umgedichtet, und das kann ich ein bisschen verstehen, was gemeint ist, aber ich glaube nicht, dass man das jetzt erst krass übel nehmen muss. Da hätte ich was anderes erwartet, als es hieß, dass vorhin Urlaub irgendwie was Komisches Ja, gesagt haben soll. das ist schon wieder ein bisschen dumm, muss ich Ja, ist ein sagen. bisschen überspitzt. Ja. Aber abgehängt, mein Vater hatte da einen interessanten Gedanken zu oder eine interessante Beschwerde anhand von einem Garten. Also er hat da jetzt über den Sommer hinweg Regenwasser gesammelt, weil Wasser wird ja auch teurer und es hat halt nicht gereicht. Und er hat gesagt, wir haben hier im Osten halt schon noch ein Problem, weil im Westen das ganz normal ist, dass die Leute in ihrem Garten schon so einen riesen Tank haben irgendwie und der dann halt vollläuft und dann bewässern die davon ihre Pflanzen. Und wenn im Osten aber diese Struktur nicht da ist, musst du ja bis dahin, bis du dir das mal leisten könntest, das alles noch selber bezahlen sozusagen, also mit Wasserschlauchwasser nachhelfen. Und das alleine sowas, und sowas gibt es halt in vielen Bereichen, aber alleine sowas ist halt einfach ein Nachteil, wo jetzt nicht explizit jemand was für kann, ja, aber was halt so ist. So. Und das war schon ein interessanter Gedanke, dass es halt so, dadurch, dass die DDR halt einfach die DDR war und nicht so viel aufgerüstete Sachen hatte. Es war nicht alles Und gut dann. damals. Aber andererseits kannst du auch nicht. Ich weiß nicht, es ist irgendwie schwierig. Du kannst nicht die Grenze aufmachen und dann jedem Garten in der DDR dann plötzlich einen Wassertank reinbauen oder so. Warum Ist ja nicht? auch, Warum nicht? ja, Der vielleicht. goldene Westen. Vielleicht, ja. Naja, das nur mal so als kleiner Ausflug. Aber ja, Ausflüge gibt es auf jeden Fall in Israel nicht mehr so viele, weil es nicht mehr so ein beliebtes Urlaubsziel, glaube ich. Was ist denn da los? Ja, wir haben es letzte Woche kurz angerissen. Es war halt noch sehr frisch, und ich war nicht in dem Thema drin. Ich bin es jetzt halt ein bisschen mehr. Das Thema war aber auch noch nicht so weit, muss man dazu sagen. Ja. Es gab dieses eine große Ding, wo aber auch noch nicht klar war, wie viele Leute bei diesem Festival da irgendwie gestorben sind. Ich glaube, ich hatte es schon angedeutet, dass diese eine Deutsche dabei war, so eine Influencerin. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich es schon gesagt habe, aber ich wusste es meiner Meinung nach schon. Die halt da irgendwie hingefahren ist, um auf so ein Friedens. Also, sie hatte doppelte Staatsbürgerschaft, die war nicht nur deutsch, aber die ist halt hin auf so ein Friedensfestival, was dann geraidet wurde von so Hamas-Leuten, die einfach in so fliegenden
Dingern da angekommen sind, also diese komischen, die hinten so einen riesen Ventilator haben, an so einem geraden Fallschirm. Nicht diese runden, sondern die geraden, und dann fliegen die da ein in dieses Festival und schlachten da alle ab. Also da gab es ja über 260 Tote, unter anderem die Influencerin, die dann auf einem, also als Leiche dann auf so einem LKW durch die Stadt getragen, also weiß ich nicht, also Ja, so, präsentiert ja, wurde schon, präsentiert ne? wurde eigentlich, ja. Und dann gab es dann irgendwie so einen kleinen Wanz, den man in einem Video sieht, der da auch nochmal draufspuckt und so, also richtig insane Bilder. Und das war erst der Anfang. Ja, absolut. Also nun, das nur kurz aufzugreifen, ne? Also gibt ja so diese am Gazastreifen diesen Konflikt mit den Hamas und mit Israel und so weiter. Und letztes Wochenende sind halt die Hamas haben Israel überfallen, kann man sagen, und Teil Hör mal, wer da davon. Hamas. Genau, der Hamas. Und haben halt echt, also müssen wohl zwischen 1000 Tote sein, haben ganz viele Kinder, Frauen, auch Männer und nicht-binäre alle entführt und abgeschlachtet und so weiter und drehen auch Foltervideos. Und was ich nicht nachvollziehen kann, ist, dass ja die Hamas eigentlich ein Popel sind im Vergleich zu Israel. Also alleine Aber von die haben der, ja Unterstützung vom Iran. ja, aber alleine Also von der und Fläche und von der. von uns durch Geld. Naja, aber alleine Indirekt. von der Manpower und der Fläche sind die, also können die Israel die locker tot wegbomben. Und deswegen raff ich nicht diese Provokation von denen. Und Diese Provokation, was soll denn das hier? ja, Der Schlingel provoziert hier ja, aber uns. diesen Einfall, das verstehe ich halt einfach. Ich meine, ich kenne jetzt nicht die ganze Urgeschichte von dem Konflikt, aber ich weiß halt, dass die Hamas ja eine Terrororganisation sind, halt Boah, Muslime. das ist so ein komplexes Thema. Mir springt's gerade in den Ja, Schädel. aber ist islamistisch und die halt sehr antisemitisch sind und so Ja. weiter. Aber trotzdem habe ich dann auch gelesen, dass wohl Israel auch den Strom und so abschalten kann von dem Vom Streifen, Gazastreifen Gazastreifen, zumindest, wo die ja. halt sind. Und die haben halt voll die Oberhand. Also warum verhalten sich die Hamas so zackendämlich Na, und. es ist nicht so einfach. Nee, aber Und das verstehe ich dämlich, halt okay, also nicht. das sind halt Terroristen, das sind keine weltbesten Militärstrategen, das muss man vielleicht dazu sagen. Dann haben die halt die Mittel und vor allem die Wut, ja, und den Hass, und die wollen ja am liebsten Israel ausrotten. Es gab ja auch weltweit jetzt Pro-Palästina-Demos, die teilweise auch untersagt wurden, weil dann Judenfeindlichkeit da passiert ist. Und ich glaube, man kann erstmal festhalten, man kann, glaube ich, Pro-Palästina sein, aber Anti-Hamas und trotzdem gleichzeitig noch pro israelische Bürger oder pro-Juden zumindest, Also aber pro Israel, aber gegen die Regierung. Ja. anti-israelische Regierung, aber halt nicht Judenfeind sein. So, ich glaube, diesen Spagat kann man schon machen, Ja. was dieses Thema so ein bisschen entwirrt vielleicht, weil wenn man sich dafür eine Seite entscheidet, wird es halt gleich schwierig, so irgendwie. Aber ich gehe auch voll mit, dass das jetzt nicht die Zeit ist, um zu sagen, ja, aber Israel hat auch böse Sachen gemacht. So, Ja. die müssen halt das Recht haben, sich jetzt zu verteidigen. Das wird dann aber auch wieder komplizierter, weil jetzt, gestern kam raus, das hat Ägypten vor 3 Tagen schon gesagt, und jetzt ist es bestätigt, dass die wussten, dass irgendwas Großes passieren wird. Und das entweder aus Absicht ignoriert haben, weil es könnte ja ein gutes Ding sein, um vielleicht einen Gegenschlag zu provozieren und zu rechtfertigen, oder halt aus Stümperhaftigkeit oder halt, keine Ahnung, Ablenkung. Aber eigentlich waren die gewarnt, und die haben ja auch noch extra ihre Leute irgendwie abgezogen. Schwierig. Also es ist ganz schwierig. Ich komme mal noch zu zwei großen Events, die passiert sind. Ich sag schon wieder Events, aber also das kriege ich auch, glaube ich, nicht noch mit irgendwelchen sarkastischen oder zynischen Witzbemerkungen übertüncht, aber es gab so ein Kibbutz. Ein Kibbutz ist irgendwie wie so ein kleines Dorf. Kenne ich bisher nur von Brucey Kibbutz, der, glaube ich, so heißt, bei GTA 4. Oh, da habe ich nicht gespielt. GTA Ja, das 4. ist sehr schade, Tino. Ich finde jetzt nicht, wie es heißt. Car irgendwas. Und da wurden halt auch viele Leichen gefunden. Unter anderem, das kann man halt nicht witzig rüberbringen. Tut mir leid, da waren halt unter anderem geköpfte Kleinkinder dabei. Und also, das ist der späteste Punkt, wo du sagen kannst, da ist alles irgendwie erstmal gerechtfertigt, wenn man jetzt zum Gegenschlag ausholt. Das kann man auch nicht mehr argumentieren Gleichzeitig. mit irgendwie dem Konflikt an sich, weil ich verstehe schon irgendwie, dass irgendwie beide Seiten Wut auf sich haben und so und dass da irgendwie Probleme sind, gibt es bestimmt. Aber die Hamas haben halt konkret unschuldige Menschen angegriffen, die Ja. abgeschlachtet, die haben ja nicht mal irgendwie jetzt
eine Kriegserklärung gemacht und gesagt, wir machen jetzt hier auf dem Schlachtfeld das irgendwie Krieg und so und versuchen irgendwie euch einzunehmen und so und politisch das auszuhandeln mit Gewalt, sondern sie haben da Menschen abgeschlachtet. Also das kann man mit nichts irgendwie schönreden oder rechtfertigen. Und na klar, ich verstehe auch Menschen, die irgendwie sagen, ja, pro Palästina und so und das ist irgendwie nicht so einfach. Aber wer jetzt an diesem Augenblick, nach diesem Wochenende, die Palästina-Fahne irgendwie schwenkt und wie auch die Rapperin Hinura zum Beispiel, die hat auch irgendwie am selben Tag oder am Tag danach irgendwie eine Palästina-Flagge nochmal gepostet, so, oder ein Video war das dann zu sehen. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt, auch wenn ich verstehe, was ihr meint, aber das macht man doch dann Ja, das gerade ist nicht. ja, es ist ja interessant, weil das ist ja wahrscheinlich eher die sehr linke Bubble, die schon pro-Palästina ist, auch als sie die letzten Jahre war. Und das kann man theoretisch auch weiterhin sein, aber jetzt halt die Fahne zu schwenken, ist halt ein bisschen Jetzt mal schwierig. Fresse halten, ist angesagt, vielleicht so. Dann kann man auch wieder sagen, ja, aber die Hamas, das sind ja nochmal andere. Und die sind, soweit ich weiß, oh fuck, Alter, wir sind halt hier, ne? Wir sind irgend so ein Dulli-Podcast und jetzt nehmen Ja. wir dieses Thema auseinander. Aber die Hamas sind ja quasi schon machthabend, ja, aber auch jetzt nicht 100% freiwillig von allen anderen normalen Gaza-Bürgern zum Beispiel, ja. Aber trotzdem sind die Grenzen da halt verschwimmend. Also es ist einfach nicht der Zeitpunkt, um jetzt irgendwie zu sagen, übrigens, die Palästinenser, ne, die haben viel gelitten. Das ist richtig, ja. Ich weiß nicht, ob du die ganze Geschichte dahinter kennst. Das ist ja eine uralte, also nach dem Zweiten Weltkrieg, die Juden haben sehr gelitten im Zweiten Weltkrieg, wie wir heute am Anfang des Genau, Podcasts schon da war eben auch festgestellt so ein haben. Flashmob, genau. Und dann brauchten die natürlich einen sicheren Rückzugsort für sich. Und dann sind die da halt hingekommen und die Palästinenser mussten halt einfach damit leben, dass da jetzt das so zweigeteilt wird. Und das ist natürlich ein Konflikt, der jetzt Jahrzehnte, fast Jahrhunderte lang bald in the making ist. Und das verstehe ich schon, dass es über Generationen da Unmut schürt. Und dann war es ja auch so, dass quasi in die Teile, wo noch die Palästinenser separat gewohnt haben, so israelische Settler reingeschickt worden, sodass es für die schwerer war, irgendwie da ihrs zu machen. Und das ist alles ganz kompliziert und da gibt es nur Verlierer und nur Scheiße. Aber jetzt zu sagen, Free Palästina ist halt zumindest nicht der allerbeste Zeitpunkt. Nee, jetzt gerade auf jeden Fall nicht. Und was auch ist, noch eine Meldung war, war, dass Israel, wo die Zivilisten in Nordgaza aufgerufen haben, halt innerhalb von 24 Stunden halt die Stadt zu verlassen, weil jetzt kommen nicht Bomben so und haut mal lieber ab, wir wollen euch gar nicht treffen, euch Zivilisten. Und zeitgleich haben aber die Hamas die Bewohner aufgerufen, eben zu bleiben, in den Häusern zu bleiben. Bleibt da drin. Ja. Die wollen also ihre eigenen Leute irgendwie auf die Schlachtbank liefern, ne? Das ist auch nochmal so, um einen Vergleich zu gucken, okay, man kann. Ja, weil die genau wissen, dass das dann Hass weiter schürt und dann mehr Genau. Freiwillige bekommen, die dann auch noch mitmachen und Und die so. gehen halt echt über Leichen. Und es ist ja auch, wie gesagt, islamistisch, also halt extrem, ne? Und die werden ja auch Gehirn gewaschen, die Leute, die da sind. Und deswegen kann man auch nicht immer so genau sagen, wo jetzt denn die Motivation herkommt von den Leuten, aber die werden dann schon als Kinder irgendwie. Ja, also das kann ich, finde ich, schon sagen. Und auch Ja. wenn das extremistisch ist, kann ich das trotzdem nachvollziehen, wenn deine Eltern weggebombt werden, dass du dann halt aufwächst und Hass schürst auf die Leute, die da. Weil Israel hat ja auch schon genug Scheiße gebaut und die Sicher. Palästinenser haben da sehr viel gelitten unter den letzten Jahrzehnten. Aber Das war ja, jetzt nicht in Ordnung. Das ist halt einfach scheiße und das macht man nicht. also strategisch auf Zivilisten gehen, das ist einfach unterste Schublade. Ja. Bei diesem Festival wurden teilweise halt auch Frauen neben den Leichen von ihren Freunden vergewaltigt und so Shit. Also das ist halt fernab von, wir wollen jetzt dieses System da stürzen. Aber sie wollen ja auch kein System stürzen. Sie haben ja offen bekundigt, dass sie einfach quasi Israel ausmerzen wollen. Das ist einfach gerade irgendwie so eine Zerstörungswut und die freuen sich drüber. Ich habe ein ganz furchtbares Video nicht gesehen, aber so einen Bericht gesehen, dass sie auch eine ganze Familie entführt haben, haben dann halt vor den Augen der ganzen Familie eine Tochter zum Beispiel geschlachtet. So. Und das sind so Sachen, das macht man doch nicht irgendwie, um halt irgendwie Krieg zu führen und um irgendwie strategisch da was auszuhandeln, sondern das machst du einfach nur, weil du scheiße bist. Und Na, da weil du gibt's als ganz viel. unbändigen Hass hast und vor allem das Gegenüber nicht als Mensch siehst. Da gibt es ja ganz, ganz grausame auch Videos gerade, wo auch die Leute gesagt haben, guckt ihr euch ja nicht an, die Hamas wollen, dass ihr irgendwie das anguckt und es verbreitet wird. Wenn ihr Videos seht, wie halt irgendwie Menschen abgeschlachtet werden, guckt es euch nicht an, teilt es nicht weiter. Es reicht, Berichte zu lesen von den Medien und so, um da irgendwie im Rahmen zu sein, aber ihr müsst nicht jedes Detail wissen von jedem Kind, das da geköpft wird. Das müsst ihr euch nicht antun.
Das Kibbutz heißt übrigens Kfar Aza. Jetzt habe ich es nochmal vorliegen. Und Ägypten nimmt, glaube ich, jeden Tag bis zu 2000 Gazarianer auf. Ja, wer nicht aufgenommen wurde, war der Bruder von Robin Schweiger, der ehemals bei Giga war, der jetzt Hooked macht. Das habe ich so ein bisschen über Twitter mitbekommen, dass sein kleiner Bruder gerade in Tel Aviv irgendwie festsitzt und das ganz schwierig ist, das auch mit der deutschen Botschaft zu klären, dass da vielleicht noch jemand rausgeflogen wird. Das war schwierig jetzt, Das ja. ist vor allem, ich weiß gar nicht, wie das ist, Alter. Da fliegen ja irgendwie, da sind jetzt schon 1000 oder 10.000 Raketen, eins von beidem, sind da jetzt schon geflogen in einer knappen Woche. Wenn du da mit so einer Lufthansa rausfliegst, das ist ja bestimmt in dem Luftraum auch nicht ganz so geil. Wahrscheinlich nicht. Kleines Spektakel am Himmel, wenn du da aus dem Fenster guckst. Aber gerade reisen wo echt viele aus und es war auch eine Theatergruppe aus Leipzig, glaube ich, die zufällig gerade in Israel war, wo es großes Bangen gab. Also es sind noch einige Menschen dort, die weg wollen und gerade nicht wegkommen. Das ist gerade richtig alles richtig schwierig. Ja, gut, wir sind durch mit der Zeit. Ich glaube, ich habe auch schon gesagt, letzte Woche haben wir die Zahl vielleicht ein bisschen zu niedrig anberaumt. Vielleicht Weil gehen wir wir. nicht informiert waren, ja. Naja, es war noch nicht so weit fortgeschritten. Wir haben ja auch noch nicht am Sonntag aufgenommen, sondern noch mal einen Tag vorher. Das Ja, stimmt. also wenn der rauskam, der Podcast, es wird jetzt wieder so sein. Wir nehmen 2 Tage vorher auf. Stimmt. Wer weiß, welche Atombomben in der Zeit noch gezündet werden. Jetzt sind wir auch doch gar nicht mehr existent als Deutschland, dass wir schon, als wir beide eingezogen werden, um da mitzumachen. Wer weiß, was da passiert, da kann Vielleicht wird alles wir auch die passieren. DDR-Mauer wieder großgezogen und wir kriegen alle Wasserbehälter in unsere Gärten. Oder diese Sendung wird niemals gesendet werden. Während du das Vielleicht, hochlädst und ja. renderst, geht einfach die Welt unter. Und irgendwann in 1.000 Milliarden Jahren werden irgendwelche Aliens diesen Podcast ausgraben, werden über unseren Podcast, müssen jetzt rekonstruieren, was auf der Welt so gewesen ist. Ja. Ich kann euch nur sagen, Aliens, Tino Ranacher war der größte Mensch der Welt. Das Er stimmt. war sexy und intelligent und wurde von allen vergöttert. Das ist sehr korrekt. Gut, dann würde ich sagen, wir geben dieser Woche mindestens eine 8, auch wenn sonst nicht so Es viel passiert ist für mich ist. schon eine 10, ehrlich Eine gesagt. Oder, 10? es, nee, nicht sehr, aber es ist für mich an einer 10 nah dran. Also ich finde es halt irgendwie, es ist gerade richtig eklig. Es ist nochmal eine ganz große Eskalationsstufe und noch, also seit dem Holocaust quasi sind so viele jüdische Menschen nicht ermordet worden auf der Welt. Das ist für mich schon auf jeden Fall, also ich will es gar nicht in Zahlen fassen eigentlich. Das ist einfach nur was Ekelhaftes, aber es ist halt schon was sehr, sehr Hohes. Ja, mir brennt auch die ganze Zeit ein Gag auf den Lippen, den mache ich aber erst, wenn der Podcast vorbei Ich ist. bin gespannt drauf. Ich wäre trotzdem bei einer 9 Okay. maximal. Also wir können nicht über 9 gehen. Das ist, Ja, ich verstehe, was du meinst. Also eigentlich. also ich glaube, Ja. Russland, Ukraine, Anfang war auch nicht eine 10, von daher. Wir bewerten jetzt auch gerade eher nicht so die Geschehnisse an sich, sondern auch die Berichterstattung und so, was da gerade läuft. Um Ja, Mio fängt und gerade an, Spotify zu hören. fernab davon passiert ja auch gerade nichts. Es ist ja nur das und deswegen, weißt du. Ja, oder einiges geht auch gerade unter. Also man darf nicht vergessen, der Krieg in der Ukraine ist gerade noch im vollen Gang, auch da sterben noch Menschen. Jetzt werden auch neue Menschen eingezogen, in Russland auch in der Ukraine. Also es hört nicht auf. Es rückt nur in den Hintergrund. Ja, außerdem Methanhydrat in der Ostsee. Hallo, Ostsee ist direkt hier um die Ecke. Das Habe ich stimmt. erwähnt, dass Methan bis zu 72 mal krasser ist als Kohlendioxid? Noch nicht, aber jetzt wissen wir es. Gut. Und One Piece, die aktuelle Serie, gucken bei Netflix. Die ist richtig gut. Das ist ein harter Cut, aber ja. Und Oder Daryl zufälligerweise. Dixon, der neue Spin-off von The Walking Dead, ist auch richtig gut. Es spielt in Auch Frankreich. bestimmt. Auch bestimmt. Aber zu One Piece, ich habe es auf Englisch geschaut und ich habe dann aus Spaß mal geguckt in der letzten Folge, wie es auf Deutsch eigentlich klingt. Und Ja. die haben 1:1 die Original-Synchronstimmen wie aus dem Anime. Moment, Tino. Außer Zorro, glaube ich. Einen nicht, aber Außer es. Zorro, jetzt, du guckst One Piece. Hast du eigentlich in dem Monat mal The Last of Us Zu fertig Ende geguckt? geschaut, ja. Okay. Oh, Da hast du jetzt aber Glück ich kann es gehabt. po im Podcast nicht ansprechen, aber ich fand es unbefriedigend, ehrlich gesagt, Uff, das okay. Ende. Da sprechen wir mal gleich Ja, drüber. können wir gerne machen. Na gut, Guckt dann. euch an, es ist eine geile Serie, aber es ist jetzt nicht scheiße gelaufen, aber es war jetzt für mich irgendwie dramaturgisch, war es für mich persönlich einfach unbefriedigend. Ich hätte noch was anderes gewollt. Okay. Bin gespannt, weil es ist, das Ende ist sehr, sehr nah am Spielende und Dann es ist ist auch das eins der Spielende gefeierten. unbefriedigend. Ja, es ist ja auch nicht das Ende-Ende, es kommt ja noch mehr, aber ich finde, es ist trotzdem abgeschlossen eigentlich. Wir Aber brauchen noch gut. Songs für die Playlist. Ich habe einfach schon sofort was. Und zwar von Großstadtgeflüster, die auch schon Songs gemacht haben wie Fick dich Allee und so. Ja. Ich kündige. Ja, ist Geiles ein neues Video, Lied. geiler Song, Großstadtgeflüster, ich kündige, geil.
Okay. Hat mein Spirit auch so ein bisschen wieder eingefangen die Woche. Ja, das passt ja auch zu dem Weltuntergangsszenario, was wir hier entworfen haben. Guck mal, ob Conny auf Dings ist, weil ich glaube nicht, Mit dass es. C? Nee, Konny. Doch, Ja. dann gibt's da den Karrieresong. Ja, ist der Zack. beliebteste. Siehst du? Machen wir direkt rein, haben wir zwei passende Lieder. Conny mit Karrieresong und ich Könige von Großstadtgeflüster. Thematisch klingt es schon mal sehr nah. Ich werde es Ja. mir gleich mal anhören, zu Hause oder auf dem Weg nach Hause. Gut. Ja, dann werden wir jetzt den Podcast beenden, dann sch ganz schlimme Witze machen und über Last of Us das Ende reden. Ich habe ganz großen Hunger. Liebe Leute, macht's gut. Ich muss auch gleich nach Hause. Ich muss auch noch Schlüssel abgeben hier, meine Kolleginnen und so. Und ach, Ja. Stress heute, sag ich dir. Und die Musik ist so laut. Ach, scheiße. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss, auf Oh, Wiedergehört. der Gag, also folgender. Pass auf. Uiuiui. Er ist noch nicht aus. Ja, Ich warum? habe den Was? Witz jetzt gehört, Leute. Es lohnt sich nicht.